So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Review auf diesem Kanal Magic Andy. Ich bin der Andy und heute habe ich für euch, wie versprochen, Deja Voodoo bei Dan Harlan. Ein Päckchenkartentrick der ganz anderen Art, aber mehr dazu nach dem absolut epischen Intro und dann geht's auch schon los. So, wie bereits erwähnt, geht es heute um Deja Voodoo. Performance dazu findet ihr in der Infokarte, habe ich letzte Woche schon für euch performt. Diese Woche gibt es bloß die Review. Wenn ihr es also nicht gesehen habt, klickt unbedingt auf die Infokarte, sonst ergibt dieses Video eigentlich gar keinen Sinn für euch. Wenn ihr es getan habt und jetzt wieder zurück seid, würde ich sagen, fangen wir gleich an mit Deja Voodoo bei Dan Harlan. Wie immer fangen wir erstmal an mit dem Punkt, was bekommt ihr überhaupt? Gehen wir davon aus, ihr habt euch Deja Voodoo bestellt, was bekommt ihr in der Post geliefert? Ganz einfach das hier. Das ist in dem Fall wirklich schnell abgehandelt, denn was ihr bekommt, ist nicht viel. Ihr bekommt einmal Deja Voodoo bei Dan Harlan, den Code zum Online-Tutorial, das Ganze eben so ein kleines Tütchen verpackt, dann einmal die Vorhersagekarte und 6 Karten mit den jeweiligen Foltermethoden. Wie ihr wahrscheinlich schon jetzt auch in der Performance gesehen habt, wie gesagt, in der Infokarte verlinkt. Das ist soweit alles. Ihr bekommt diese speziell gedruckten Spielkarten eben mit den schönen Designs, Online-Tutorial, die Vorhersagekarte. Das ist soweit alles, aber mehr braucht ihr für diesen Effekt doch gar nicht. Jetzt kommen wir wie immer als erstes mal zu den Vorteilen. Was kann dieser Trick liefern? Solltet ihr ihn kaufen? Ja oder nein? Erstmal die Vorteile. Was für mich unglaublich wichtig ist, dieser Mentaleffekt ist sowas von handlich. Pack Small, Blaze Big ist hier wirklich perfekt umgesetzt. Ihr braucht nur diese 6 Karten und diese kleine Zusatzkarte. Kann man zum Beispiel in diese kleinen Mäppchen packen für Kartentricks, für Päckchenkartentricks. Genau, von sowas hier ist die Rede. Da kann man einfach Päckchenkarten reinpacken bzw. Päckchenkartentricks perfekt mitnehmen. Wenn ihr sowas habt, das Ganze reinpackt oder vielleicht auch in euren Geldbeutel diesen Trick verstaut, habt ihr immer eine klasse Mentalmagie-Routine mit schöner Story dabei und seid bereit zu performen. Egal wo, egal wann, egal wie. Zweitens, was auch unglaublich toll ist, ist es einfach vorzuführen. Also es ist eine neue Variante, so viel darf ich verraten, eines alten Prinzips. Das Tolle an diesem Effekt ist, dass diese alte Technik komplett neu interpretiert wurde. Also man hat diese Technik komplett verändert, es gibt kein seltsames Prozedere, die Auswahl ist komplett frei und komplett fair, der Zuschauer kann wählen, was er möchte. Das ist wirklich revolutionär gemacht in dem Fall, weil es was ganz Neues aus was ganz Altem wurde und meiner Meinung nach perfekt, gerade auch für Einsteiger, die ein bisschen in Mentalmagie-Routine reingehen wollen. Denn hier habt ihr einen Päckchenkartentrick, Kartenmagie auf einem ganz anderen Niveau, mit einer ganz anderen Story und für die Zuschauer einfach viel schöner, wie diese verstaubten Three-Card Montes oder sowas in der Richtung, was jeder vielleicht schon mal gesehen hat. Ich will es gar nicht schlecht reden, aber hier habt ihr eben eine schöne Performance, schöne Kunst, die auch dabei ist. Es sieht einfach besser aus, es macht einfach mehr her. Und auch die Karten an sich sind wirklich gut gemacht. Also das ist Bicycle-Qualität, ich würde sogar davon ausgehen, dass das wirklich Bicycle-Karten umgearbeitete sind. Und das, würde ich schon mal sagen, sind auch wirklich 3 solide Vorteile. Und damit kommen wir auch schon wieder zu den Nachteilen. Nachteile gibt es wirklich eigentlich keine. Der einzige Nachteil, den ich jetzt vielleicht noch nennen würde, aber das ist wirklich Meckern auf extrem hohem Niveau und es hängt auch wirklich subjektiv von jedem ab, der Blot ist ein bisschen schwierig zu verpacken. Also für mich persönlich ist die Geschichte mit denk an jemanden, den du gerne quälen möchtest, zu dunkel. Also wenn man das den Zuschauern sagt, ist für mich einfach nichts, auch wenn man ja gleich sagt, ich werde ihn auch wieder heilen, aber irgendwie finde ich die Vorstellung, dass mein Zuschauer an jemanden denken soll, der gequält wird, nicht schön. Also man kann es machen, wenn man es lustig verpackt, aber ich finde es schon nicht so einfach bei diesem Blot, diesen Mittelweg zu finden zwischen zu dunkel oder zu lustig. Also das ist meiner Meinung nach ein bisschen schwierig in dem Fall, aber das ist natürlich absolut subjektiv. Und wenn euch dieser Blot nicht gefallen sollte, könnt ihr die Technik sozusagen, die Tricktechnik hier für euch umbauen, könnt eigene Karten dazu designen, eigene Karten basteln, dann vielleicht mit einem komplett anderen Motiv, zum Beispiel mit Ländern, Fahnen von Ländern, mit zum Beispiel verschiedenen Tatverdächtigen, dann könnt ihr zum Beispiel hier draus den Mörder machen und habt ihr 6 verschiedene Leute, die tatverdächtig sein könnten und einer davon ist es dann, sowas könnt ihr das aufbauen. Also es gibt eigentlich unzählige Möglichkeiten, das ist halt so ein Grundblot, den finde ich auch viel schöner wie jetzt mit normalen Karten. Wenn es euch aber zu dunkel ist, gar kein Problem, kauft euch den Trick trotzdem, arbeitet ihn einfach mal um. Was hier an Arbeit drin steckt, ist es definitiv wert. Bevor wir zur endgültigen Bewertung kommen, natürlich noch die Frage, für wen ist es geeignet? Meiner Meinung nach für jeden. Von Anfänger bis zu Fortgeschritten, bis zu Profi.
Jeder kann diesen Trick in sein Repertoire aufnehmen. Für die Profis ist es eine nette kleine Spielerei im Geldbeutel, die man nutzen kann. Für Anfänger kann es auch tatsächlich vielleicht eine richtige kleine in der Close-Up-Routine Mittelpart sein, weil es doch ein bisschen länger drum geht. Möchte man denjenigen foltern? Wie wird's passieren? Such dir eine Art aus. Ich werde ihn wieder heilen. Man kann eine Story dazu aufbauen. Was halt hier so schön ist, weil ihr so ein Komplettpaket bekommt, was die Story angeht. Also wenn ihr theoretisch diesen Trick kauft, könnt ihr ihn meiner Meinung nach 2-3 Tage später sauber performen. Vielleicht auch schon früher. Kommt drauf an, wie hoch eure Anforderungen an euch selbst sind. Ich habe 1-2 Tage mit Zeit genommen, um wirklich das zu durchdenken. Aber das hängt natürlich von jedem selbst ab. Und auch für die Fortgeschrittenen ist es was, weil es einfach so ein schöner kleiner Trick für zwischendurch ist, was mal so eine ganze Kartenroutine auflockern kann. Also wenn ihr zum Beispiel jetzt mal angefangen habt mit der Ambitious Card, dann stellt ihr mal um auf sowas, dass einfach immer noch ein Kartentrick da ist, aber irgendwie gibt es dem Zuschauer doch ein ganz anderes Bild. Und das, finde ich, zählt besonders in der Erinnerung des Zuschauers mit am meisten. Also geeignet Anfänger, Profi, Fortgeschrittene, eigentlich für alle. Und damit kommen wir auch schon zum Ende der Review und zur abschließenden Bewertung. Meiner Meinung nach ist dieser Trick tatsächlich, und ja, ich weiß, es passiert auf diesem Kanal nicht oft, ist dieser Trick eine 10 von 10. Klar, ich weiß, einen Nachteil gab es trotzdem mit dem Plot, aber ich bin dir ehrlich, das ist meine subjektive Meinung. Kann jeder anders sehen und es ist auch kein Fehler vom Hersteller. Insofern finde ich es jetzt unfair, deshalb einen Punkt abzuziehen. Deshalb 10 von 10, Blaze Big Pack Small. Schöne Storyteller-Geschichte, die ihr aufbauen könnt, schöner Plot. Schöne Mentalroutine, altes Prinzip, komplett neu aufgearbeitet, viel praktischer, leicht zu performen, für Anfänger geeignet. Ich könnte noch ewig weitermachen, ihr merkt es, aber das ist Deja Voodoo von Dan Harlan. Für mich eine klare 10 von 10. Und das war's auch schon wieder für heute und von der Review. Wenn es dir gefallen hat, dann lass jetzt ein Like da und abonniere diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Ich bin der Andi und lade wöchentlich Zaubertricks, optische Illusionen, Reviews, eigentlich alles zum Thema Magie hoch. Also wenn du mehr sehen möchtest, like ein Abo nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Ich bin der Andi. Ciao, ciao.